Na gut, der nächste Anlauf. Ich habe schon wieder die Hälfte meines Lebensbalken? Ah, verdammt. Okay, nächster Anlauf. So, ich glaube, wenn ich den Typen selektiere, tue ich mir leichter, sein Patschhähnchen zu treffen. Ah, verdammt! Die Kamera ändern. Aber jetzt. Gut, jetzt kommt wieder der schwarze Teil. Kann ich mich mal kurz aufheilen? Wow! Immer schön außerhalb bleiben, immer schön außerhalb bleiben. Genau, im falschen Moment hebt er wieder die Pfote. Und das finde ich kacke. Das macht es echt so schwer. Dass da jetzt die Skelette zu Hilfe kommen. Das macht es echt fürchterlich schwer. Vor allem, die sind ja auch nicht One-Hit. Die sind ja fucking viel Hit. Und es sind nicht wenige. Komm, mach irgendwas. Hilf mal. Wenn sie sterben. Wow! Vielleicht geht man auf die andere Pfote. Er macht aber auch nichts. Er macht auch nichts. Ja, genau, jetzt macht er wieder mal was. Ist ja klar. So, jetzt kommt wieder, glaube ich, dieser Nebelscheiß. Ich häng fest. Verdammt, 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 verdammt. Und gleich. Nein. Ich bin ganz am An. Ich bin am Ende. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ich kann nicht mehr weiter zurück. Heil dich. So, geht's da tatsächlich nicht? Es geht nicht mehr weiter zurück. Es geht nicht mehr weiter zurück. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Ich meine, ernsthaft. Ich bin komplett am Ende des Levels. Scheiße. Ja, oh, große Titanitscherbe. Oh. Ich versuch's jetzt noch einmal. Und dann werde ich mein Schwert hochleveln auf. Ich hoffe, mehr Power. Und vielleicht kriege ich diesen elenden Großfürst Wolnir dann doch irgendwie down. Schauen wir mal. Das Schöne ist ja tatsächlich, dass meine Seelen, wenn ich gegen den verliere. Nein! Ja, so viel dazu. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Das ist aber auch ein lästiger Sack. Nein! Puh, down. Kleine Titanitscherbe. Naja, wenigstens kann ich keine Titanitscherben bei dem Farmen. Ich habe jetzt schon ein Estus-Flakon verbraucht. Aktuell nur mehr die Hälfte des Balkens. Ja, großartig, das Ganze. Okay, wenigstens ist die verdammte Brücke wieder da. Yay, und heiße 500 Seelen. Ja, aber da unten ist auch noch was. Da unten ist auch noch was. Was ist da unten? Hey, cool. Ich weiß nicht, ob das cool ist, aber dann schaue ich mal da lang. Hochfürst wollen hier. So ein Sack. Vom Regen in die Traufe, vom Regen in die Traufe. Kommt der da rauf? Ich hoffe nicht. Oh verdammt, er kommt drauf. Er kommt drauf. Wieso kommt er da rauf? Das ist ja auch lächerlich. Scheiße, gerade Kette. Mimik. Nein!
Aber coole Sache, da unten gibt es auch noch ein Gebiet zum Entdecken mit, ja, ziemlich friedliches Gebiet. Feuerdämon, Mimik, volles Programm. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Man braucht unbedingt eine Ampel an der Stelle. Würde ich sagen. So, vielleicht kann ich ja die... Yes! Ja. Schade, dass ich den anderen nicht auch daher triggern kann. Mit Feuerschaden. Vielleicht bin ich ja dann effizienter unterwegs. So, ich selektiere in der Mitte. Ich muss außerhalb der Pfote bleiben. Ah, shit. Das ist nichts. Nichts. Oh, yes. Yes. Weg. 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 Passt. Zweite Pfote. Scheiße! Zu geizig worden. Na gut, ich gehe mal mein Schwert hochleveln. Es müsste sich ja jetzt ausreichen. Mein Sprachzentrum ist auch schon kaputt. Ich sammle jetzt noch ein paar Seelen, beziehungsweise habe ich Seelen eingesammelt. Große Seele müsste reichen. Ich gehe mal das Schwert hochwerten. Wir sehen uns gleich wieder. Puh! 3000 Seelen. Das war, was war das? Ein namensloser Soldat, glaube ich. Naja, gut, egal. Hey. Waffe verstärken. So. Bitte einmal das Schwert auf. Dann haben wir 180 plus 27. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt besser. Ah, nächste Stufe. Braucht aber schon 4 große Titanitscherben. I'm always careful. Okay, ich schaue nur ganz kurz, wir haben jetzt noch so einen Folianten bekommen. Wer den mag? Ah, there you are. I am pleased. Pyromantie-Folianten übergeben. Ja, dann machen wir das. Wieso nicht? This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the great swamp, and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Oh no! Gut, aber ich habe genug Titanitscherben, um die Pyromantieflamme selber nochmal zu verstärken. Machen wir das gleich. Ah, jetzt braucht ihr auch schon zwei große Titanitscherben. Ja, den hätte ich gern. Schleudert einen explodierenden Feuerball. Da brauchen wir jetzt aber noch einige Seelen. Feuerflut war jetzt nie so toll irgendwie. Große Verbrennung. Giftnebel, Blitzschweiß und starkes Schwitzen. Gut, wir haben im Moment nicht wirklich was mit Feuergegnern zu tun. Vielleicht können wir ja da noch irgendeinen coolen Zauber erlernen. Lichtschein. Erhält die Umgebung mit einem Lichtzauber. Das kann man immer brauchen. Wobei, da bräuchte man ja schon Intelligenz 15. Das ist immer noch zu blöd. Setzt Quecksilber frei, das Trefferpunkte verzehrt. Verstärkte rechte Waffe mit Magie. Das wäre ja auch fein. Wobei, viel lieber hätte ich Dunkelwaffe oder sowas.
Seelenpfeil. Ich möchte einfach nur, damit ich nicht wieder komplett umsonst die Seelen vergeude, da Sprüche und so weiter kaufen, weil ich weiß es ja noch nicht. Vielleicht gehe ich auch wirklich zum Teil auf Magie. So, hey du. Oh, Champion of Ash. Welcome back. Do you wish to hear a tale? You know, in my home I would be although to be, but if I had oh, terrible. Na gut, kannten wir schon alles, was die uns zu erzählen hat. Gut, wir sehen uns in, den Katakomben von Kartus. Und diesmal kriegt er hoffentlich richtig böse eine aufs Maul. Ah cool, meine Seelen liegen ja auch noch da. Das finde ich aber lässig, dass wenigstens die Seelen heraußen liegen. Da merkte ich ja gar nichts. Ah, verdammt. Aber er hat mich nicht getroffen. Eine ist down. So, und jetzt schnapp ich mir. So, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Kommt jetzt wieder sein Mundgeruch atmen. Ich muss näher ran, ich muss näher ran, ich habe Zeit. Ich habe eigentlich. Eigentlich habe ich Zeit. Wenn ich ihn nur treffen würde. Oh, ich bin schon wieder in diesem Drecksnebel drinnen. Ich versuche mal die Hand da wegzukriegen. Ich bin nervös, ich bin total nervös, ich weiß aber nicht warum. Es ist noch nicht so schlimm. Jetzt tritt er hin. Wenn ich mal hintreten will, schaffe ich es nicht, aber jetzt schaffe ich es. Na großartig. So, jetzt kommt wieder irgendein magischer Dreck. Yes! Zweite Pfote. Und ich glaube nämlich, ich bild mein, die ist leichter zum Treffen. Die ist leichter zum Treffen, glaube ich. Die ist öfters herunten. Yes! 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 Ich habe ihn! 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 In your face! Boah, ich zieh da schon wieder. Ich kann den Controller kaum halten. Okay. Puh. So, na gut. Boah, der hat uns fast keine Seelen gebraucht. 1748. Bonfire. Ah, jetzt sind die Seelen da. 23.700 und da hast du noch nicht gesehen. Ich sage mal, wir gehen jetzt leveln. Wir gehen mal leveln. Was anderes kann ich im Moment eh nicht. Ich zitter wie Sau. Jo, gut. Also ich glaube, es ist fast leichter, wenn man sich zuerst um... von uns aus gesehen die linke Hand, von ihm aus gesehen um seine rechte Hand kümmert, die fand ich schwerer zum Treffen. Die Hand mit den zwei Ringen, die ist glaube ich öfters herunten, die kriegt man eher down. Speak euer Begehren, naja dann, schade, ich würde gerne mein Dunkel, 54.000, das wird immer teurer, ach leck mich doch am... dann leveln wir mal hoch. Aushöhlung 45. So, boah, wir können richtig schön leveln. Dann würde ich aber jetzt wirklich sagen, Kondition.
Okay, zwei Level können wir hochbringen. Kondition. Wollen wir Intelligenz hochleveln? Ich weiß es nicht. Oder noch einmal Vitalität. Ich gehe nochmal auf Vitalität. 764 auf 804 ist schon auch noch ein schöner Sprung. Und ich bleibe mal so. Sonst kann ich mich eh wieder nicht entscheiden und dann denke ich mal wieder die ganze Zeit, oh no, falsch gelevelt, ich habe das Falsche genommen und so weiter. Sprechen. Okay, schade, sie sagt uns nichts Neues, aber wir können eventuell... Es müsste ja theoretisch einer von diesen Thronen der Hochfürst Volnir sein. Theoretisch. Joram, der Riese von hast du nicht gesehen. Die Wächter des Abgrunds. Das war ja, die haben wir ja schon. Die liegen ja schon da. So, da war jetzt natürlich... Ah, echt jetzt? Ja, dachte ich, glitscht da irgendwo im Firelink-Schrein fest. Der Schrein. Der heilige Aldrich des Abgrunds. Wie jetzt? Das war nicht mal ein Hochfürst Volnir. Was war denn das jetzt für einer? Na, was heißt? Wir haben eine komplett verdrehte Seele. So, Seele eines Kristall, Seele des Hochfürsten, schwarze Schlange, lässt flackernde schwarze Flammen am Boden tanzen. Klingt gut. Hat er uns irgendein heiliges Schwert von Fürst Volnir? Oh, das ist noch nicht einmal gelevelt und hat jetzt schon 151 plus 25. Was sagt denn die Beschreibung? Ein vom Abgrund zerfressenes heiliges Schwert. Als Volnir dem Abgrund erlag, ergriff ihn die Furcht vor wahrer Finsternis und er flehte zum ersten Mal die Götter an. Dieses heilige Schwert, zusammen mit drei von Klerikerleichen abgerissenen Armbändern, spendeten ihm ein wenig Trost. Fertigkeit, Götterzorn. Rammt das Schwert in den Boden und entfesselt eine starke Schockwelle. Den Zorn jener, die in den Abgrund gerissen wurden, sollte ein jeder fürchten. Das nehme ich. Da überlege ich jetzt gar nicht so lang. Wir nehmen Volnirs heiliges Schwert. Lord Slayer. Fine kindling for the thrones, is it? And all slain by thy hand. Oh, I have no qualms. In fact, methinks thou'st helped these poor. Jo, das haben wir. So. Aber wer jetzt, wo jetzt? Da war jetzt was, oder? Cool, ich kann zumindest... Spielen wir mal König für ein paar Sekunden. So, genug gekönigt. Okay, so, wohin als nächstes? Wir haben ja... Ja, wir können schauen, wo uns das Ding da hinten... das Ding da hinten, da ging ja ein Tor auf, wo wir da hinkommen. Beziehungsweise es gibt ja noch die eine oder andere Stelle in den Katakomben unter der Hängebrücke und ganz im Anfangsgebiet, da gab es ja auch noch eine Stelle, wo ich mich nicht hingetraut habe. Die schauen wir uns auch noch an. Schauen wir mal, ob in der Folge oder in der nächsten Folge. Aber ich möchte halt, wie gesagt, ich möchte halt nichts übersehen. So, da können wir nichts einsammeln. Aber wir können jetzt darauf. Okay. Wieder alles untersuchen. Gut. Den Flammendämon, vielleicht schaffe ich es ja, dass ich ihn von... Oh. Irithyll des Nord... Ach du. Ist das geil. Und gleich noch ein neues Gebiet, ein riesengroßes Gebiet. Ein sehr kaltes Gebiet. Wow. Wahnsinn. Und auch da werden wir wahrscheinlich demnächst überall rumlaufen. Ich würde aber sagen, wir machen wir mal die Flamme an.
schauen wir uns davor das andere Gebiet an, wo die Stufen hochgegangen sind, und dann gehen wir da weiter, inklusive Aurora Borealis. Nordlichter. Yippie. So, ich check einfach nur ganz kurz mal da die Lage. Ich glaube, da hat schon so ziemlich jeder mal drauf gehämmert. Sackgasse voraus. Puh. Ja, sehr geil. Aber ich möchte... Sorry Leute, ich würde zwar da gern weiterlaufen, aber ich möchte gern ein bisschen eine Art Überblick bewahren. Aus dem Grund werde ich in der Folge jetzt noch versuchen, etwas in den Katakomben... Mein Controller macht mich fertig. Katakomben von Katus, Kathedrale des Abgrunds, die würde ich als nächstes am Plan sehen, glaube ich fast. Aber da wollte ich her. Und zwar, es gibt da noch was zum Looten, bilde ich mir ein. Wir sehen uns gleich wieder. So, das Schlimme zu allen Übel ist ja jetzt auch noch, dass ich glühe. Und solange ich glühe, dann kann ich ja invadet werden. So, und zwar da unten. Da ist ja eine Echse. Und hast du nicht gesehen und sowieso und überhaupt. Das heißt, ich musste mich da nochmal nach rückwärts kämpfen. Ich mache das jetzt. Eigentlich fühle ich mich ganz wohl. Okay, die Skelette sind jetzt durchs Leveln, glaube ich, nur mehr 2 Hit. Davor waren sie ja mehrmals Hit. Ich glaube, 3-mal musste ich sie treffen. So. Bei dem fühle ich mich jetzt nicht so wohl, dass ich den auf der... Wow! Okay. Verdammt. Nein! Ja, so viel zum Thema. Ich fühle mich auf der Brücke nicht wohl. Wir sehen uns gleich wieder. Jupp, und tschüss. Okay, so. Da gibt es auch noch was zum Looten. Und zwar, das wollte ich ja beim ersten Mal schon machen. Schauen wir mal, ob das geht. Ups. Es geht. Es geht. Okay, coole Sache. Du bist kein Thema mehr für uns. Yes. Ja. Wieder so ein Salto Mortale Skelett. Was haben wir denn da? Foliant von Katus, na bitte. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die immer wieder aufstehen. Okay, da geht ein Gang weiter. Ich dachte schon, wir müssen da jetzt irgendeine... Okay, der steht jetzt aber nicht mehr auf. Endlich einen Geheimgang gefunden. Nämlich einen selber gefunden, aber okay, das war jetzt offenkundig. Das war die einzige Möglichkeit. So, aufpassen. Da hinten ist einer. Ja, dann, Alter. Nur du und ich, hoffentlich. Das ist schon wieder so ein scheiß Machetenwerfer. Die sind so verdammt flink. Außer ich kann ihn staggern, dann ist er des Todes. Und tschüss. Kleine Titanitscherbe. Schade, dass der nichts Größeres droppt. Scharfer Edelstein. Nice. So, wo sind wir hergekommen? Von da sind wir hergekommen. Das bedeutet... Keine Ahnung, was das bedeutet. Dass ich mich ganz böse verirre. Checken wir mal da ab. Da geht's raus. Da steht gleich der nächste. Ich würde den ja gern grillen. Grillparty! Ich hasse die für ihre Ringe, dass ich die... Ah, verdammt. Weg. Weg, 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 weg. Ja, tob dich aus, Junge, und Backstab. So, aufheilen und gleich weiter. 1, 2, 3. Und down. Leichnam plündern, keine Titanitscherbe. Es ist super, das Gebiet ist super geil zum Titanitscherben farmen. Anders kann man es nicht sagen. Komm her, da haben wir mehr Platz. Außerdem kenne ich die Gegend da schon. Und zack, in your face. Da kenne ich die Gegend schon. Da fühle ich mich etwas wohler.
Geht sich... Ausdauer. Ah, shit. Nein. Jetzt bloß keinen Dreck bauen. Puh. Glut und kleine Titanitscherbe. Also zum Titanitscherbenfarmen ist das großartig da herunten. So, ich vermute ja jetzt mal fast... Ist das das, wo wir da oben rumgelaufen sind? Da müsste da die Stufe, die Stier sein. Ja, okay, ist sie auch. Und da müsste da jetzt irgendwo demnächst dieses elende... Elende Dings, die Kugel. Ja, ja. Wow. So, Ausdauer. Ha! The Slayer of Skeletons. Okay. Boah, da fängt sicher wieder alles zum Leben und zum Kämpfen an und ich bin mittendrin anstatt nur dabei. So, da müsste irgendwo so diese Funkelhexe sein. Da ist sie! Yes! Oh, oh. Funkeltitanit! Geil! Schleicht euch da, ihr Pisser. Naja, war jetzt vielleicht nicht notwendig, aber da hinten ist noch was zum Looten. Das nehmen wir noch mit. Blutroter Mond, Moosklumpen. Okay, hätten wir auch. Da unten war ja nichts mehr, oder? So, lass mal den mal schießen. Nee, da ist nichts. Weg da. Weg da, weg da, weg da. Okay. Hätte man das auch erledigt? Finde ich cool. Und dann in der nächsten Folge geht's auf in die... So, da hinten waren wir schon. Und diese komische Kathedrale. Nein, da waren wir nicht. Zwei Titanitscherben. Ich hätte gern große Titanitscherben. Die würden mir tatsächlich mehr bringen als dieses kleine Zeugs. Dann machen wir da mal gleich sauber. Weg. 5 Estus-Flakons habe ich ja noch. Ach so, Moment. Ich kenne mich jetzt nicht ganz aus. Da unten ist die Stufe. War da nicht auf der anderen Seite war noch was, oder? Schauen wir mal. Genau, da hinten ging es auch noch weiter. Da war doch noch was. Wow. Cool, da geht's rauf. Na dann. Ah. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt rauskommen. Nein, weiß ich nicht. Gut. Der Wirbel auch genau in der Mitte steht, hä? In your face. Die respawnen, diese Skelette. Die beiden habe ich garantiert niedergeprügelt, ganz am Anfang. Könnte ich schwören. So, na gut. Aber dann schauen wir die Runde da jetzt noch fertig. Wow! He's able to parry me. Aber egal. I'm able to beat him. So, wow! Die spawnen, die stehen immer wieder auf, habe ich den Eindruck. Okay, er lässt sich staggern. Shit, aber er kann auch mich richtig schön niederparren. Weg. Okay, trink was. Tja, schade, Mr. Kopflos. Das war mein Vorteil. Na gut, weiter geht's.
So, ich glaube aber jetzt schaue ich da unten nochmal. Da geht es nochmal die Stufen runter. Da geht es noch nach rückwärts. Ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Da war ich ja, okay. Da war ich schon, da war ich schon. Da geht's diese Stufen runter. Wo? Oh, und da hinten, und da bin ich gekommen. Na gut, ich würde sagen, das war das Ende der Folge. Wir sehen uns dann bei der Kathedrale des Abgrunds. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Danke fürs Zuschauen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ich brauche einen Heimatknochen. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.